Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr habt mal wieder keine Mucke, ist klar. So fangen meine Sachen an, aber ihr habt ja gelesen, das stört mich. Also es gibt immer noch so ein paar Sachen in Clash of Clans, die stören mich hier. Tatsächlich, es gibt Sachen, die stören mich. Das ist jetzt nicht der Gesellsbrot hier, der sich gegen den Tamri hier bettelt, also ein kleines Freundschaftsspiel hier. Wird hier viel gespielt beim Clan Spätzle mit Soße, sondern das sind so ein paar andere Sachen. Ich meine, das ist immerhin eine Sache, das kann man ja super, super sehen. Und dass jemand gerade einen Angriff macht, ob im Tagdorf oder im Dunkeldorf, also im Nachtdorf. Und macht aber, glaube ich, ganz gut. Das ist ja fast ein 3-Sterne-Hype hier. 33 Sekunden, 34, ja, das sieht ganz gut aus. Inferno Felta, Queen ist noch in Heilung. Und mal sehen, die muss jetzt aber noch ein paar Gebäude machen in ein paar Sekunden. Riesenbombe nochmal, ist nicht so schlimm. Außen hat er noch einen Bogenschützen. Und er hat jetzt nichts mehr, okay. 15 Sekunden, ja, sieht ganz gut aus. Das sieht ganz, so ähnlich ist meine Ecke auch mittlerweile. Und, naja, vielleicht war es auch nur die Farmbase, kann ja sein. Aber egal, es gibt gewisse Sachen, die stören mich. Ihr habt das auch im Bildchen gesehen. Das ist zum Beispiel, dass man nicht genau sieht, wer ist online. Ja, man muss immer tippen, wer ist online. Ich meine, so ein bisschen weißt du es ja durch die Spenden und so weiter, aber man weiß eigentlich nicht, wer ist wirklich online. Und ich würde mich freuen, wenn man das hier sehen würde, in MyClan, wer gerade online ist. Ich meine, das kann jetzt kein Hexenwerk sein, dass man jetzt hier nicht anzeigen lassen kann, wer ist denn jetzt gerade tatsächlich online von denen hier. Und man kann sie dann auch direkt ansprechen. Ja, das finde ich sehr, 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 sehr schick. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht was mit Datenschutz oder Privatsphäre oder so zu tun hat. Keine Ahnung, warum Supercell das nicht macht oder nicht hinbekommt. Oh, hier haben wir schon wieder einen Angriff. Okay, ich kann schon wieder ein bisschen was zeigen. Im Nachtdorf, alles klar. Will niemand sehen, aber egal. Wir nehmen den Dominik hier mal mit rein. Und ja, das sind so Sachen, die stören mich eigentlich so ein bisschen. Das ist jetzt vielleicht ein Meckern auf hohem Niveau auch. Aber so kannst du die Leute dann direkt ansprechen. Und die zweite Sache, komm ich dann gleich auch zu. Dafür haben wir uns eigens auf unserem Discord etwas erschaffen, damit man in etwa weiß, wer hat eigentlich im Moment was. Und ich muss gestehen, ich bin da selber nicht up-to-date aktiv. Was macht er hier eigentlich? Hat noch ein paar Minions und Nachthexen. Okay, das ist auch ein bunter Truppenmix, ne? Das ist auch ein bunter Truppenmix gerade. Stelle ich gerade mal so fest. Und die Riesenbombe da, die Riesenkanone, na, die schubst da ein bisschen immer die Hexen weg. Die hat ja eine ziemlich harte Range. Aber er hat das Rathaus bekommen, 49%. Und ein bisschen geht noch was, aber ist auch echt eine komische Kombi jetzt gewesen, ne? Mit Pekka, Nachthexen und den Minions, inklusive der Riesen, okay? Im Moment sind gar keine Clanspiele. Ich hätte gesagt, wenn jetzt Clanspiele wären, ja, dann ist das eine Kombi, weil du vielleicht Riesen benutzen musst oder so. Aber so macht das nicht so wirklich Sinn. Aber dennoch 64, naja, er kommt ganz gut durch hier. Stelle ich gerade fest, er kommt ganz gut durch. Und 64, du siehst ja jetzt nicht, ob er gewonnen oder verloren hat. Ja? Das sieht man jetzt leider nicht. In den normalen Freundschaftsangriffen sieht man das ja. Aber die zweite Sache, die mich so ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt ja bei Spätzle mit Soße oder überhaupt bei Spätzle mit Soße im Discord haben wir eine kleine Liste aufgemacht mit so kleinen Abhack-Smileys, also mit allen Icons der Supertruppen. Und dort setzen die Leute dann kurz mal ihren Klick, welche Supertruppen haben sie gerade aktiv. Ja, dann kann man sehen, dass jemand auch die Superlakaien zum Beispiel hat und kann Clanbogen befüllen, oder der Toto hat jetzt wieder noch drei Tage hier, na, knapp zwei Tage, 22 Stunden, also vor zwei Stunden habe ich die neu angeschmissen. Habe hier jetzt die Supermagier und den Supermauerbrecher in Ausbildung, und es wäre natürlich cool, wenn man das auch irgendwo hier sehen könnte. Ja, was hat wer? Dann kannst du die Leute direkt ansprechen, kannst du mir mal einen Supermagier geben, kannst du mir mal einen Super Minion geben und so weiter. Also das sind so zwei kleine Sachen, die mich hier stören, dass man das immer noch nicht hinbekommen hat, solche kleinen Annehmlichkeiten hier reinzubringen, denn Platz genug ist ja. Ja, selten, dass jemand so ganz, ganz lang heißt, der den gesamten Platz hier einnimmt.
Hier unten ist der längste Name immer noch nicht so lang, als dass du nicht zwei kleine Icons hier unten reinbekommst, wo die kleinen Supertruppen zu sehen sind. Wer hat eigentlich gerade im Moment was? Fände ich eigentlich in Ordnung. Alle anderen Sachen sind hier, glaube ich, ja, das passt so. Die dritte Sache, die mich natürlich stört, ist immer die, wenn man angreift. Also ich greife jetzt mal eben an. Wenn man angreift und vor allen Dingen im Boost ist. Ja, das wisst ihr auch. Das ist auch so eine Sache, die mich stört. Und ich verstehe auch nicht, warum Supercell das nicht rausnimmt. 13er sollte es dann schon sein für unsere Truppe hier. Das ist meine eigene. Jupp. Und naja, die Suche stört mich jetzt nicht. Man muss schon das passende Dorf hin für seine Truppen, damit man es auch gänzlich legt. Der sieht gut aus. Ich kann so ein bisschen was farmen, wenn auch nicht ultra viel, Leute. Aber auch das ist nicht ganz so tragisch. Nehmen wir mal mit hier. Den nehmen wir mal mit. Mit ganz, ganz vielen Eis, Golems und ein paar Magiern dahinter. Die Karre hier mit rein. Wir nehmen den Loon hier. Ich weiß gar nicht, warum ich den dabei habe. Und machen jetzt hier hinten alles offen. Ach, wieso haben wir es nicht geschafft? Ach doch, haben wir doch geschafft. Ich dachte gerade, wieso haben wir es nicht geschafft, Leute? Habe ich jetzt echt gerade gedacht. Ich habe wirklich gerade vermutet, warum haben wir das nicht geschafft. So, jetzt habe ich zwar schon alle Zauber gegeben hier. Aber ich habe auch noch ganz, ganz viele Truppen hier. Hier außen ballert der X-Bogen. Den könnten wir mit dem Royal Champion bekommen. Ich habe 5 Bogenschützinnen noch dabei. Die sind wahrscheinlich noch aus irgendeiner Spendenarmee. Aber so sieht das ganz gut aus. Da unten knallt es nochmal. Immer überall, wo diese kleinen Blitze zucken. Da sind noch die Supermagier aktiv. Das sieht man eigentlich immer sehr, sehr gut, dass die noch leben. Auch wenn wir jetzt ganz, ganz klein rauscrollen, siehst du immer noch, zack, diese kleinen Blitze. Und dann siehst du immer noch, dass sie noch am Überleben sind. So, den Royal Champion kann ich hier zünden und die Queen kann ich auch zünden. Dann haben wir den ja auch down gemacht. Auf die Frage, ob ich jetzt leicht wieder in Legende gehe, kann ich euch sagen, nein. Ich mache ganz normal meine Farmangriffe hier und das, was man für einen Pass machen muss, und übe hier ab und zu mal so ein bisschen. Aber die Kombi hier ist sehr, sehr gut. Ich weiß, das frisst ohne Ende Dunkles und auch Supermagier, aber wir haben eigentlich genug davon. Wir haben jetzt mehr geholt, glaube ich, als wir jetzt ausgegeben haben. Ja, 7. Man muss ja immer so ein bisschen für die Supertruppen hier wieder am Start haben. Und das, was mich jetzt aber stören würde, also meine Helden sind jetzt schon wieder fast aktiv, wenn ich jetzt am Boosten wäre, dann habe ich hier immer einen langen Timer auf der Clanburg, wenn sie mir gerade befüllt wurde. Ja? Und das stört mich unheimlich hier im Game, wenn man hier im Boost ist. Alles ist im Boost. Kaserne, Helden, Zauber, nur die olle Clanburg nicht. Ne? Nur die olle Clanburg nicht. Und da musst du immer dann drauf warten, hier beim Farmen oder dann auch im Livestream, wenn du extrem angreifen musst. Und dann musst du das Ding immer irgendwo vorgeben. Ja, also vorgeben muss ich das hier jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt die Truppen nochmal anfragen würde und wir würden hier jetzt ganz normal ultra hart farmen, dann wäre das leider so. Das ist auch eine kleine Sache, die mich nach wie vor ein wenig stört. Ansonsten stört mich im Moment eigentlich gar nicht so am Rathaus 13 Bereich. Ist, glaube ich, alles ganz nett ausgereift. Das Dorf wird immer größer, der Platz wird immer kleiner. Da bin ich auch mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und es gibt im Moment auch ein bisschen was im Shop, Leute. Kampfkunst-Kompendium, eine mächtige Mischung oder Bauchgefühl. Meiner Meinung nach schwache Pakete. Ich würde nicht mal annähernd eins davon kaufen. Aber was ich eigentlich ja immer kaufe, sind Heldenhammer. Und die Heldenhammer hier kosten immer 165 Marken oder Medaille. Egal auf welcher Rathausstufe. Und das finde ich nach wie vor ein bisschen doof. Und auch die 120 hier für Kampf des Hammers, Kampf des Zaubers und Kampf des Bauens finde ich in Anbetracht der langen Zeit, die wir ja schon haben, hätte Supercell das auch schon mal einführen können, dass ab Rathaus Level 7 und ab Rathaus Level 7 der Heldenhammer günstiger ist und dann auch oder auch die anderen Hämmer günstiger sind und dass dann so eine kleine prozentuale Ansteigung oder ein kleiner prozentualer Anstieg ist auf Rathaus Level 8, 9, 10, mit 11 kommt der Warden dazu.
mit 13 kommt der Gladiator noch mit dazu. Und das dann am Ende. Am Ende ist das von mir auch so teuer in Ordnung. Da bist du auch ein bisschen höher in der Liga, kriegst auch mehr Medaillen. Aber in den unteren Bereichen, Leute, wisst ihr selber, 165 Medaillen ist ein Wort zum Sonntag für einen Rathaus 8er oder einen Rathaus 9er, selbst einen Rathaus 9er. Ja, man bekommt es wahrscheinlich hin, dass man sich einen einzigen Hammer holen kann, aber das war es auch. Und das finde ich also auch hier an der Stelle ein bisschen mau, dass die Preise nicht so angepasst sind wie im normalen Dorf. Ja, da kostet ja ein Magerturm nicht auch gleich 15 Mille oder so, sondern die fangen ja auch klein an und werden immer teurer. So hätte man das auch bei den Medaillen dann machen können. Also das ist auch so ein kleiner Punkt, der mich hier bei Clash of Clans ein wenig stört. Sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie ist das eigentlich bei euch? Was stört euch am meisten bei Clash of Clans? Sind es irgendwie so die Truppenzeiten, Bauzeiten? Ich meine, die kann man natürlich pimpen hier. Oh, ich kann auch ein bisschen pimpen. Sehe ich gerade im Pass. Was habe ich denn hier eigentlich geschafft? Oh, und ich habe endlich den Sternebonus. Forschung und Bauarbeiterschub. Okay, das sind jetzt so Sachen, die interessieren mich nicht. Mich interessiert eigentlich tatsächlich nur die Truppenbauverringerungszeit hier im Pass. Aber egal, zumindest mit dem Account. Bei den anderen Accounts habe ich halt den Goldpass nicht. Ich habe ja nur bei zwei Accounts den Goldpass und dementsprechend ist das eigentlich so eine Sache, die mich nicht so wirklich stört. Die Truppenbauzeit ist ja schon reduziert und so ein bisschen sieht man das ja. Okay, meine Truppe war jetzt natürlich in der Pipe. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Heldenreck. Ich meine, ich könnte das jetzt Jam hier mit 19 und 5, aber Leute, das wisst ihr, ne? Das ist nicht der Toto, der das dann macht. Der hat sich nämlich hier schon wieder verbaut, weil wir auch gleich wieder so eine Karre hier brauchen, nämlich so eine Belagerungsmaschine, mit der übe ich im Moment ganz, ganz hart. Ich hatte zwar die Tage gesagt, ich übe hart, ich will mal ein bisschen hart auch Luftangriffe üben, aber so weit ist es, glaube ich, noch nicht bei mir gekommen. Da muss ich tief in mich und mal viele Freundschaftsanträge hier anfragen, aber einen Angriff mache ich mit euch noch. Was mich jetzt nicht stört, aber mich stört natürlich, ja, eigentlich stört mich doch tatsächlich die Bauzeit, denn ich könnte ja das Ganze am Video jetzt am Stück machen, aber nein, ich muss euch jetzt schon wieder eine Pause reindrücken, die ihr jetzt nicht mitbekommt, die ja nur ich mitbekomme und es wird immer später auf dem Tacho. Ihr seht es vielleicht so ein bisschen an meiner Kleidung, ich bin gestern einfach mal sitzen geblieben, habe so ein bisschen vorproduziert, weil wir ja viel live machen in den nächsten Tagen und dann komme ich so zu den Tagesvideos nicht wirklich und deswegen habe ich jetzt einmal wieder ein bisschen vorproduziert. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, dass ihr schon eigentlich Folgen seht, die es noch gar nicht gibt. Naja, nicht ganz so. Egal, ihr wisst, was ich meine. Kurzer Cut. So, Freunde, am Freitag, ich bereite jetzt schon den Freitag tatsächlich vor. Seht ihr mal bei mir so ein bisschen was ganz, ganz anderes. Also ich denke mal, das habe ich auch noch nie gezeigt. So, ich bin noch ein bisschen in der Findung, wie ich das Ganze für euch am sinnvollsten rüberbringe, sodass das nicht so ein bisschen so den Rahmen sprengt. Aber da kommt mal sowas vielleicht für die auch mal damit liebäugeln, auch ein bisschen Clash of Clans zu zeigen oder aber ein wenig zu streamen. Und den nehmen wir aber mal mit hier. Der hat ja richtig, richtig dunkles. Okay, da müssen wir. Ich habe jetzt aber zwei Fries dabei. Nicht wie eben, beziehungsweise nicht wie eben, sondern wie eben in der anderen Folge. Dafür habe ich jetzt vier Golems. Das ist auch heavy. Okay, und ein von den anderen Golems. Oder da ist schon mal der King da. Jetzt haben wir einen weiten Weg, Leute. Jetzt haben wir einen echt weiten Weg hier durch die Base. Und wir haben aber auch nur vier Zauber. Das heißt, die Karre muss in jedem Fall super durchkommen. Hexen noch mit am Start. Und ich habe vor allen Dingen nur einen Wutzauber. Wir nehmen hier unsere Truppen in die Unsichtbarkeit rein. Das gelingt noch ganz gut. Außen den Roll-Champion und vielleicht noch einen Loon mit dazu. Wir haben immer noch, wir können die hier super durchheilen. Auch wenn das jetzt die Golems sind. Aber es sind halt unsere Tanks, muss man auch ganz klar so sagen. Schnell mal den Inferno gefriest. Mal sehen, ob die Royal Championatin den Inferno macht. Jawohl, die schafft den Inferno da. Hier unten geht, glaube ich, nichts mehr, denke ich mal. Dann können wir hier schon mit unserem kleinen Mini-Clean-Up ein wenig aufräumen. So, 1, 2, 3, 6. Hier sind noch ein paar Hexen mit einer Queen, mit dem Warden dabei. Und der Warden schafft auch,
Der Worden ist mein Heilsbringer. Der Worden ist einfach mein Heilsbringer. Also auch die Armee klappt eigentlich ganz gut hier. Mit Golems, wie gesagt, ich wechsle im Moment so ein bisschen. Golem, Eisgolem, aber die Magier kann man echt gut antesten. Ich weiß, Leute, das ist eine unheimlich schmierige und schmutzige Spam-Technik, aber es funktioniert. Okay, das stört mich jetzt nicht. Ja, das stört mich jetzt nicht, wenn etwas funktioniert, aber ihr seht es hier, 10k wieder an Dunklen reingefarmt und dann wird das auch so ein bisschen was hier für den Pass. Hier in die Vorteile geht es ja nur rein. Ich muss mich da unheimlich stark dran gewöhnen, dass ich die Minen und Sammler nicht abhole, wenn ich da oben die Lager sowieso voll habe. Sonst gibt es hier nichts in die Vorteile rein. Weil egal wie du farmst, ich meine, okay, bei dem Dunklen ist es in Ordnung. Aber okay, an den AD-Gelten hast du heute verpasst. Oh, okay. Da hatten die mich wahrscheinlich als Rathaus Elva mitgenommen. Das war natürlich, ist natürlich ein bisschen doof. Das ist mir jetzt schon wieder peinlich. Ich hatte gedacht, dass bei Spezi CWL keine Klankriege gespielt werden. Habe ich demnächst wieder was für euch im kleinen Rathaus 10 und im kleinen Rathaus 11 Bereich. Ich hoffe, die Folge, ja, da hat euch aber ganz gut gefasst, wo mir was nicht ganz gut passt, aber wo es mich oder was mich ein bisschen stört. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch denn hier an Clash of Clans stört oder vielleicht auch am Kanal oder was auch immer. Aber lasst euch ein bisschen überraschen, was am Freitag kommt. Wie gesagt, ich habe schon wieder Pläne und es wird mal so ein bisschen anders. Ja, also ich spiele mal hart den Erklärbär, aber mindestens ein kleiner Clash of Clans Part ist in jedem Fall dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, Kanal verfolgen. Auf Twitch auch gerne followen, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich mund- und gesunder wieder. Danke, euer Toto. Clashed.